Die Bilder spiegelten in keiner Weise den Professionalismus der breiten Mehrheit der US-Truppen wider, die heute in Afghanistan dienen. Meiner Meinung nach ist der Professionalismus der US-Armee jener, dass die Politiker sich einen Dreck um die Toten scheren und ausjagen dienen sie nicht, sondern töten schon seit Jahren, sogar mit Hilfe von bezahlten Hobesoldaten. Den Beweis werde ich später noch bringen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schändung afghanischer Leichen durch US-Soldaten bekannt wird. Erst im Januar war ein Video im Internet publik geworden, in dem US-Soldaten auf die Körper toter Zivilisten urinieren. Und es ist nicht der einzige katastrophale Vorfall in den vergangenen Monaten, den die amerikanische Armee zu verantworten hat. Im Februar löste die Verbrennung mehrerer Exemplare des Koran durch US-Streitkräfte schwere Unruhen mit mindestens 30 Toten aus, im Nacht ermordete ein amerikanischer Soldat 17 afghanische Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.